ist, es könnte für immer sein. Vergessen wir die alten Leiern, denn heute wollen wir richtig feiern. Ich höre sie mit den Hufen scharren, die Närrinnen und auch die Narren. Hello again, Allah folks, hello again. Ja, sie dürften nie mehr vergehen, unsere schöne Zeit. Hello again, Allah folks, hello again. Ich trag dich tief im Herzen drin. Oh, du schöne Zeit. Ich sag nur hello again. Ich sag nur hello again. Hallo liebe Karnevalsfreunde. Wir, der Hoffi und der Tobi. Und natürlich die Karnevalisten vom TSV Imhausen, der Abteilung Fußball, dürfen euch alle recht herzlich hier auf unserem schönen Kunstrasenplatz in Immenhausen begrüßen. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen, denn wir wollen euch auch am Karnevalssamstag nicht alleine lassen und haben keine Kosten und Mühen gescheut und drehen auch wieder in diesem Jahr ein Video für euch. Also freut euch auf einen wunderschönen Abend und hoffentlich ist es ein kleiner Ersatz dafür für die schönen Feiern in der Jahntornhalle. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ihr seht heute kurze Ausschnitte aus den Trainings der einzelnen Gruppen, lustige Gespräche und auch ein paar Ausschnitte aus den aktuellen Tänzen, die ihr dann am 21. Mai in unserer Jahntornhalle bewundern dürft. Und somit geht es vom wunderschönen Kunstrasen in die wunderschöne Jahntornhalle. Liebe karnevalistischen Freundinnen und Freunde, wir sind vom Kunstrasenplatz nun an der Jahntornhalle angekommen. Wir sind aber noch nicht reingegangen, sondern stehen auf dem Parkplatz. Auf dem Parkplatz haben wir nämlich Stefan vom Cocktailtaxi getroffen. Stefan hat gemeinsam... Hoffi, das schmeckt. Sieht auch gut aus, ich will ihn auch gleich probieren. Stefan hat gemeinsam mit den Immenhäuser Karnevalisten einen Cocktail erfunden. Er heißt, passend zum Motto, Hello Again. Wenn du den Hello Again auch haben willst, kannst du auf der Internetseite oder per Telefon diesen Hello Again bis 22 Uhr bei Stefan bestellen. Er kommt zu dir nach Hause. Hoffi, der schmeckt aber auch. Tobi, ich will ihn auch probieren. Lass mich kurz ausreden. Also, wir danken euch. Jetzt geht's ab in die Jahntornhalle. Ich trinke auch noch einen Hello Again und dann geht's los mit dem Programm. Aber bevor wir in die Jahntornhalle gehen, nochmal ein dreifach donnerndes Immenhausen. Hello! Cocktailtaxi. Hello! Immenhausen. Hello! So, jetzt will Prost ich aber Prost Stefan, auch. Prost Hoffi. Prost Tobi. Auf einen schönen Karnevalsabend. Prost! Nervisches Publikum, leider nicht in unserer wunderschönen Jahntornhalle, sondern zu Hause an dem Bildschirm. Natürlich ein dreifach donnerndes Immenhausen. Hello! TSV-Karneval. Hello! Immenhausen. Hello! Ein recht herzlichen Willkommensgruß hier aus unserer wunderschönen Jahntornhalle. Wir sind jetzt vom Kunstrasenplatz ganz schnell hier runtergelaufen, haben uns nochmal schick gemacht, noch ein Glas Wasser getrunken und wollen natürlich jetzt mit euch zu Hause einen wunderschönen Karnevalsabend verleben.
Leider können wir nicht in unserer Jahntonhalle feiern. Die Gründe sind für alle bekannt. Nichtsdestotrotz, lasst es euch zu Hause gut gehen. Ich hoffe, ihr habt euch Getränke kaltgestellt, etwas zu knabbern dabei, mit lustigen Freunden zusammen gucken, viel Spaß haben und kräftig feiern. Und nochmals ein dreifach donnerndes auch zu Hause mitmachen an dem Bildschirm. Immenhausen! Hello! TSV-Karneval! Hello! Immenhausen! Hello! Und weil es so schwer ist, vor der Kamera zu reden, habe ich mir Verstärkung mit dabei geholt. Hoffi, schön, dass du da bist. Ja, Tobi, schön, dass ich hier sein darf. Hello again. Mit diesem Motto wollten wir in die Karnevalssession 2022 gehen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Deswegen sehen wir uns am 21. Mai hier in der Jahntonhalle zu unserer großen Veranstaltung, wo wir alle wieder gemeinsam feiern können. Heute also am Bildschirm, viel Spaß dabei und somit bühnenfrei für unseren ersten Auftritt des Abends. Hier ist die Juniorgarde. Ja, liebes närrisches Publikum, das war für uns hier oben auf der Bühne unsere TSV Juniorgarde. Für die TSV Juniorgarde ein dreifach donnerndes Immenhausen. Hello. TSV Juniorgarde. Hello. Immenhausen. Hello. Diesen wunderschönen Tanz hier oben vorgetragen haben, das verrate aber auch nicht ich, sondern die Damen stellen sich in einem kleinen Video bei euch vor. Viel Spaß damit. Juniorgarde der TSV Immenhausen. Wir sind die Trainerin Lilly und Nele. Und wir trainieren die Juniorgarde seit 2019.
Wir sind beide Teil der TSV-Garde und tanzen seit fast 10 Jahren. Und das sind unsere Tänzerinnen. Ich bin Vivian und bin 15 Jahre alt. Ich bin Sarah und bin 14 Jahre alt. Ich bin Victoria und ich bin 15 Jahre alt. Und wir drei tanzen seit etwa 8 Jahren in der TSV. Ich bin Lenja, bin 13 Jahre alt und tanze seit fast 7 Jahren. Ich bin Jelena und bin 14 Jahre alt und tanze seit fast 7 Jahren. Ich bin Valeria, ich bin 13 Jahre alt und tanze auch seit fast 7 Jahren. Laura ist auch ein fester Teil unserer Gruppe und unterstützt uns seit einigen Jahren. Wir freuen uns auf euch im Mai. Tschüss! Ist das langweilig? Mann, mir ist so langweilig. Mann, das ist so langweilig. Aber sowas von langweilig hier. Mann, ist mir langweilig. Warum ist denn kein Karneval? Mir ist so langweilig. Leute, 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 warum ist denn kein Karneval? Das ist so langweilig. Weißt du was, Hoffi? Wir erzählen uns Witze, so wie bei einer guten Karnevalsbütt. Du willst Witze erzählen? Das ist ja schon witzig genug. Aber bevor du witzig bist, da wird unser Bürgermeister Lars Obermann noch St. Pauli-Fan. Ach, du hast doch gar keine Ahnung. Ich kann besser Witze erzählen als der beste Komiker aus Mariendorf, dem Reinhardswald, aus Bonn, aus Eutin, aus dem Paderborner Land und ganz Namibia. Ach, das ist doch auch langweilig. Pass auf, ich fange jetzt einfach an. Was ist langweiliger als Angeln? Was denn? Ja, was wohl? Beim Angeln zugucken natürlich. Wahnsinn. Mir ist langweilig. Hast du denn überhaupt verstanden? Also, ich habe schon Kopfschmerzen von dem, was du hier erzählst. Das ist echt langweilig. Aber ich kann dir auch noch einen viel besseren erzählen. Kennst du den Witz mit den 2 Männern und der Frau im Fahrstuhl? Bisher nicht. Ich auch nicht. Ich bin die Treppe hochgegangen. Ach, Tobi, das ist auch langweilig. Hast du das denn überhaupt verstanden? Ich war gar nicht im Fahrstuhl. Ja, du bist wirklich lustig. Weißt du, wenn du weiterhin versuchst, so Witze zu erzählen, dann wird das mit unserem Karneval aber auch gar nichts mehr hier. Moinsen, Minnes! Alles klar bei euch? Alles gut. Was machst du denn hier? Yves, Junge. Ja, ich dachte, ich wollte mal ein bisschen unterstützen, ne? So. Ja, setz dich. Ja, schön, danke, dass du da bist, Yves. Ja, danke. Ja, der versucht dir als Witz zu erzählen, aber die sind total flach. Mach mal weiter. Der hat doch gar keine Ahnung. Ja, mach mal weiter. Mach mal weiter. Ja, dann erzähle ich jetzt mal einen richtig guten Witz. Also, nee, warte, Gott bewahre, lass das lieber, das bringt doch nichts. Komm, mach mal. Wir hören gar nicht auf den, genau, ne? Also, der Bauer Bachmann fährt mit seinem Schlepper und seiner Frau durchs Feld und bleibt auf einmal stecken. Geht nicht mehr vor und zurück mit dem Traktor. Da sagt er zu seiner Frau: Frau, zieh dich mal komplett nackt aus und leg die Klamotten vor die Reifen. Vielleicht haben wir Glück mit den trockenen Anziehsachen, dass wir dann wieder rauskommen. Naja, die Frau ist ein bisschen skeptisch, macht es aber trotzdem, zieht sich komplett aus. Die Sachen legen sie vor der Reifen, nichts passiert. Schlepper steckt immer noch so im Schlamassel wie vorher auch. Bauer Bachmann überlegt, sagt: Ach, weißt du was, Frau, da drüben wohnt der Bauer Petersen. Da gehst du jetzt mal hin und klingelst und er soll uns mal helfen. Sagt die Frau: Wie? So wie ich bin? Splitternackt? Sagt der Bauer Bachmann: Stell dich nicht so an. Hier hast du einen Stiefel, den hältst du vor deine Muschi und dann gehst du da hin. Naja, sehr überzeugt war seine Frau nicht davon, aber gut, was wollten sie machen, ne? Sie nimmt den Stiefel, hält ihn sich vor der Muschi, klingelt beim Bauer Petersen. Bauer Petersen macht die Tür auf und da sagt sie: Herr Petersen, können Sie mir mal helfen, meinen Mann rauszuziehen? Da steckst du halt nicht drin, ne? Situationskomik, wunderbar. Ich fand den gar nicht so schlecht. Ich stehe aber eher so auf diese kurzen, weißt du, so wie Happy Hour im Puff, All You Can Fuck. Kenn ich schon. Ja, kenne ich auch. Ja, dass ihr das kennt, das habe ich mir gedacht. Ich habe das noch nicht gemacht, aber
Naja, egal. Auf jeden Fall, wo du jetzt gerade von Petersen erzählt hast. Ich habe jetzt letztens in der Stadt den Peter getroffen, einen alten Freund aus der Schule. Habe ich gesagt, hier, Peter, sagt er, jo, Yves, alles klar, wie geht's dir? Sag ich, Frau, zwei Kinder, Job ist okay. Und bei dir, sagt er, nee, eine Frau habe ich noch nicht. Sag ich, Peter, was ist denn los? Du siehst ja nicht aus wie der Sohn vom Ziegenficker. Sagt er, nee, tue ich nicht, aber ich habe einfach, glaube ich, hohe Ansprüche. Dann sag ich, ja, was denn? Er sagt, ja, er sollte hier, ne? Und hier, ne? Und hier wäre auch ganz gut. Dann sag ich, Peter, das verstehe ich nicht. Du kannst doch, also, dass du was im Kopf haben soll, das ist mir klar, okay. Ein bisschen Geld wäre schön, ne? Aber warum Gicht? Ja, also, Yves, der ist schon gut, aber was ist mit dir eigentlich passiert? Was meinst du, wegen Bauchspeck oder was? Ja, also man sagt ja, Hundebesitzer, die sehen ihren Hunden irgendwann ähnlich. Also vielleicht so eine Pudelfrisur oder so ein Lätzchen. Aber bei dir frage ich mich wirklich, seit wann habt ihr denn ein Hausschwein? Wegen der straffen Haut, hä? Doch, Bauchspeck, ne? Ja, ja, ich kann dir sagen, warum. Ich bin einfach alt geworden, ja? Das habe ich gemerkt, letzte Woche, da war ich baden, ich bade gerne, ja, und habe dann Wasser reingelassen und bin dann da reingestiegen, ne, so ein, hab schon gebrüllt, hab dann gesehen, dass es viel zu heiß ist und die Brandblasen am Fuß, habe ich dann auch gesehen, und dann habe ich gedacht, das machst du mal erstmal kaltes Wasser rein, hab da gestanden wie so ein Affe, so in Paddelbewegungen, so gegenläufig und ich dachte, es wird besser. Also die Blasen waren schon weg und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal, ob ich vielleicht mit meinen Arschbacken mal sehe, wie das Wasser ist und hab mir voll den Hoden verbrannt. Und dann kommt meine Frau rein und sagt, ja, Yves, ganz klar, wenn die Glocken länger sind als das Seil, dann bist du alt. Oh ja, das kenne ich. Ich dusche aber lieber und immer kalt und warm im Wechsel. Ja, also ich bade lieber, auch gerne kalt und warm im Wechsel, aber die Nachzahlung war mir irgendwann doch ein bisschen zu hoch. Der braucht ein bisschen. Leute, aber was hat denn das Baden jetzt mit dem Bauchspeck zu tun? Naja, also das Baden eigentlich nicht, aber ich bin ja alt geworden, wie gesagt. Und alt, also wenn du alt bist, es heißt ja auch, ich esse gerne, ne? Und es heißt ja, Essen ist der Sex des Alters. Ja? Ich weiß nicht, wieso man das sagt, vielleicht weil beim Essen und beim Sex ja öfter mal gleiche Sprüche und Sätze gesagt werden, wie zum Beispiel, Schatz, mach mal so, du hast doch noch was. Ne? Und deswegen ist das eben gekommen. Und natürlich, Leute, kommt der Bauchspeck von Corona. Ja, scheiß Corona. Ja, scheiß Corona, ey. Corona, ich kann es nicht mehr hören. An jeder Ecke, auf der Arbeit, überall, Corona, Corona. Da machst du das Fernsehen an, ne? Da steht der Lauterbach da. Ja, wir haben eine Pandemie, wir müssen gucken, dass wir uns alle an den Riemen reißen. Wir müssen hier alle zusammen, ich fasse noch mal kurz zusammen, ich darf das kurz sagen, eine Pandemie, man muss immer den ersten Vokal betonen, eine Pandemie. Ich kann es nicht mehr hören. Genau, ich auch nicht mehr. Ja, da habt ihr auf jeden Fall recht. Lasst uns doch mal kurz die Halle verlassen auf ein Corona-Bier. Ja, das macht Sinn. Corona-Bier ist okay, das können wir machen. Dann lass uns los. Ja. Ja, Corona-Bier, ne? Jo, Prost. Dann. Prost. Liebes närrisches Publikum, wir sind jetzt an der Theke angekommen und haben ein wunderschönes Bier vor uns stehend. Ich hoffe, auch ihr zu Hause habt etwas zu trinken vor euch, denn dann wollen wir jetzt mal Prost sagen und anstoßen. Aber bevor wir das Ganze machen, verabschieden wir natürlich unseren Yves Klein-Simon mit einem dreifach donnernden Immenhausen. Hellau! Yves Klein-Simon. Hellau! Immenhausen. Hellau! So, alle die Gläser heben, auch zu Hause und Prost, zum Wohl. Und Männer, wie schmeckt das Bier? Fresh! Fresh! Ja, Tobi, nachdem wir jetzt so ein leckeres Bier an der Theke getrunken haben und wir wieder hier auf der Bühne angekommen sind, ist mir gar nicht mehr so langweilig und jetzt habe ich auch mal richtig Lust, mich zu bewegen. Das stimmt, Hoffi.
Wir könnten ja eine Runde tanzen, aber wir machen das nicht so traditionell, Arm in Arm, Carré, sondern wir machen was Modernes. Hallo Jermaine, hallo Alina. Guck mal, wie passend, da kommen auch gleich unsere Hip-Hop-Tänzerin. Herzlich willkommen hier oben auf der Bühne, auf unserem wunderschönen Sofa und Sessel. Vielen Dank. Ja, ihr hattet ja mit der Gruppe Fresh beim letzten Mal Karneval, wo wir noch feiern konnten, einen super Auftritt. Wie lange übt ihr eigentlich dafür? Ja, also wir trainieren eigentlich das ganze Jahr über, meistens donnerstags hier in der Jahnturnhalle. Ab 15.30 Uhr sind wir dann in der Halle und es ist natürlich auch jeder herzlich willkommen, egal ob groß, ob klein, ob Junge, ob Mädchen, alle sind herzlich willkommen. Ja, das freut uns doch sehr, aber ich würde sagen, jetzt mal genug Gequatsche. Wenn wir jetzt schon mal zwei Tänzerinnen hier haben, dann sollen die uns doch mal was zeigen und wir tanzen ein bisschen mit denen, oder Tobi? Auf jeden Fall, ja. Da sind wir doch dabei. Dann auf jeden Fall, los geht's. Auf geht's. Jawohl. Als erstes fangen wir erstmal an mit unserem Grundschritt. Das ist der Bounce-Schritt. Das ist so ein Grundschritt im Hip-Hop. Der geht so. Ja, perfekt. Der zweite Schritt ist ein Step. Da gehen wir mit dem rechten Bein auf die linke Seite und locker die Arme dazu. Als nächstes haben wir noch einen sexy Move vorbereitet für euch. Und erstmal die Hüften kreisen. Dann gehen wir links runter, in der Mitte auf, rechts und wieder hoch. Dann gehen wir mit den Armen noch runter. Genau. Und dann haben wir noch einen Jumpstyle. Den werden wir später auch nochmal sehen, aber wir können euch ja mal die Grundschritte davon zeigen. Ja, dann zeigt das doch mal. Wir machen ihn einmal vor und dann macht ihr den mit, okay? Wir versuchen's. Perfekt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Perfekt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. War gut, oder? Perfekt. Super. Als nächstes hat Jermaine noch einen besonderen Move für euch. Den wird es euch einmal zeigen jetzt. Ja, Tobi, den können wir auch. Pass auf. Das kriegen wir locker hin. Auf jeden Fußballer Fall. Schaffen das. Ja, ich glaube, das war schon ganz gut. Aber ich glaube, die Mädels mit ihren Jungs, die können das ein bisschen besser. Auf jeden Fall. Man soll jedem das machen lassen, was er gut kann. Wir erzählen und die Gruppe Fresh tanzt jetzt. Bühne frei für die Gruppe Fresh mit ihrem Beitrag. Happy.
willkommen in meinem Haus. Ich lade dich zu mir ein, ich komme nicht mehr raus. Der Mann im weißen Kittel gibt die Pillen aus. Herzlich willkommen im Irrenhaus. Herzlich willkommen in meinem Haus. Ich lade dich zu mir ein, ich komme nicht mehr raus. Der Mann im weißen Kittel gibt die Pillen aus. Herzlich willkommen im Irrenhaus. Mensch, Hoffi, jetzt sind wir so im Move drinne vom Tanzen. Hast du Lust, eine Runde Fußball zu spielen? Ja, na klar. Wie wär's denn mit dem kleinen Torwart-Torwart-Duell? Ja, so wie früher bei der Hallenwoche. Genau so. Auf geht's. Hallo Jungs, grüßt euch. Henno, grüß dich. Was machst du denn hier? Ja, ich habe gehört, zwei ehemalige hoffnungsvolle Torhüter von Ebbenhausen, die machen hier beim Karneval mit, die machen Musik und da wollte ich mal gucken. Ja, Henno, das ist ja super, dass du da bist. Du könntest uns ja noch ein bisschen was über die erzählen. Lass uns doch mal hinsetzen. Aber er hat mir alles beigebracht. Ich kenne alle Fußballregeln und bin obendrein. Ja, das sind der Lukas und der Bidi, ne? Zwei hochsympathische Typen, hat immer Spaß gemacht mit ihnen und war eine Freude, mit ihnen zu arbeiten. Das kann ich mir vorstellen, das macht's beim Karneval auch, ne? Absolut, das sind zwei super Jungs. Die haben da aber bestimmt auch, du hast da bestimmt mit denen auch mal was Lustiges erlebt. Ach ja, lustig war es eigentlich immer. Der Lukas beispielsweise, 2 Meter groß, ehemaliger Zehnkämpfer, der kam als 17-, 18-Jähriger aus der A-Jugend zu uns. Und der hat immer einen Diskus oder Speer weggeworfen und konnte natürlich mit dem leichten Ball nicht so gut umgehen. Hat das Ding immer bis ins Schwimmbad gefeuert. Den muss man mehr temperieren dann. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und die, die im Schwimmbad waren, haben sich gefreut. Die hatten dann schöne neue Bälle, ne? Genau. Ja, und der Bidi, der ist doch auch ein guter Typ, oder? Ist der hilft auch viel, glaube ich. Ach, der Bidi, hochsympathisch, der Bidi. Der hat zusammen war mit meinem Sohn zusammen in der Schule und mein Sohn ist öfter mal umgezogen, also von Grebenstein nach Kassel, von Kassel nach Fulda, von Fulda nach Grebenstein, Grebenstein-Kassel, Kassel-Grebenstein und ist hoffentlich jetzt sesshaft geworden. Und der Bidi war immer vor Ort, hat immer geholfen und wenn die anderen sich bei den schweren Gegenständen gedrückt haben, bei der Waschmaschine, dann stand der Bidi Gewehr bei Fuß. Das stimmt, das ist auch hier beim Karneval. Nicht nur als Stimmungssänger, sondern, wie heißt die Gruppe? Bei unseren Unschutzengeln, da tanzt er doch auch mit. Stimmt.
Aber es gibt doch bestimmt auch noch was anderes über den Lukas zu erzählen. Ja, der Lukas, wie gesagt, ein feiner Kerl. Ich habe mal was vorbereitet. In Immenhausen war das immer so, dass zwei Spieler innerhalb eines Halbjahres Dienst versehen haben. Das heißt, sie haben die Kabinen ausgekehrt, sie haben gelüftet und sie haben dann Donnerstagabend bei der Spielersitzung ein Essen ausgegeben. Meistens war das ein Klumpen gehacktes, ein bisschen Käse und ein paar Brötchen. An diesem Abend hatten der Lukas Bangert und ich glaube der Jannik Seger zusammen Dienst. Und ich bin rausgekommen, nachdem ich mich mit Sigi besprochen hatte. Und da war ein Buffet aufgebaut. Also Aale Wurst, Suppen waren, Salat, gekochte Eier. Und dann habe ich gehört, dass der Bidi vom Bauernhof kommt und seine Oma hatte alles vorbereitet. Und das hat natürlich dazu geführt, dass mir kein Schwein mehr zugehört hat. Aber das war ja auch üblich. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wer gut Fußball spielt, soll auch gut essen. Ne? Genau so ist es, ja. Herr Henner, du als Trainer der alten Schule, wie ist das denn jetzt so mit den neuen Trainern? Der Bidi ist doch jetzt auch relativ junger Trainer. Ach, erinnere mich nicht daran. Ich kann es ja nicht ab, wenn man sagt, Dreier Abwehrkette, sondern ich spiele mit Libero. Oder ich kann es nicht ab, wenn man sagt, Umkehrspiel. Das nennt man Kontern für mich. Oder ich kriege so einen Hals, wenn man sagt, Spiel in die Box. Das ist für mich der 16er. Aber der Bidi, der kam 2013 vom Trainerlehrgang und hat mir was von einer diametral abkippenden Sechs erzählt. Da habe ich mir gedacht, Henner Göring, hier bist du fehl am Platze. Jetzt musst du langsam den Platz räumen und lässt die Jungs ran. Das ist natürlich auch schwierig auszusprechen. Diametral abkippender Sechser. Wahnsinn, ich dachte, das würde vielleicht aus der Raumfahrt oder irgendwas sein. Ne? Oder ich habe mich auch erst mal informiert darüber, ja. Ja, also das sieht nicht so aus, ob das was mit Fußball zu tun hätte. Ne? Ja, oder es ist von Peter Pythagoras. Ja, aber wir wollen ja nicht nur dich reden hören. Es ist schön, dass du hier bist. Wir wollen ja was ganz anderes, ne, Hoffi? Genau so ist es. Das sind zwei super Jungs und jetzt wollen wir mal sehen, was die beim Karneval so leisten. Also, Bühne frei für ihren Auftritt. Hallo, liebe Freunde. Wir sind lang und die Kralle, wir sind ja leider im Homeoffice heute. Herzlich willkommen heute auf unserer kleinen Zoom-Konferenz. Ja. Wir hoffen, ihr habt alle eure Mikrofone angestellt, alle Kameras an. Wir können euch sehen, wir können euch hören. Wir hoffen, dass ihr alle mitmacht. Und wir haben ein kleines Liedchen vorbereitet für euch. Das heißt, Karneval ist einmal im Jahr. Ich denke, es ist total. 6,5 Stunden später. Ha! Leute, ihr wisst, wir sind dafür bekannt, uns weder zu verspielen, noch den Text zu vergessen. Also, Kralle, hilf ihn! Der Kopf tut weh, die Beine auf. Ich hab ein komisches Brummen im Bauch. Mit Wunder, dass mir schlecht ist, das Leben ist hart. Ich soll vielleicht heute nicht an den Start. Jeden Tag kommt es Pathos von mir. Mancher Mensch mehr lebt wie ein Tier. An diesen Tagen ist gar nichts normal. Dauert ein paar Liebe zu unterhalten. Aber scheiß doch auf, Karneval ist ein Mann. Thank you.
jeder in Stadt und Land. Hier gibt's genug, es fehlt der Verstand. Vielen Dank, Leute! Ihr habt super mitgemacht. Wir haben alle gehört, wir haben alle gesehen. Klasse Leistung. Schade dieses Jahr aus dem Homeoffice in Karneval. Aber im Mai sind wir auf jeden Fall wieder mit am Start. Wir hoffen, ihr seid auch alle mit am Start. Oh, warte! Habe ich Zugabe gehört? Ah ja, Zugabe, alles klar. Sehr gut. Wie ihr wollt, natürlich haben wir eine Zugabe. Ist auch ganz klar. Ganz klar. Aber bis wir uns wiedersehen, könnte es noch eine lange beschwerliche Zeit werden, je nachdem, was jetzt so auf uns zukommt. Aber ihr dürft dabei nicht vergessen, ihr seid niemals allein. Die Karneval Community ist hell zusammen. Genau. Für euch da. Niemand ist allein. Take Nummer 3. 4. 4. Was kommt jetzt? In Worten 4. 4. Die beiden machen ja schon immer echt gut Stimmung hier im Saal. Aber wer ist eigentlich der Lange und wer ist die Kralle? Ja, der Lange, das ist der Bidi und die Kralle, das ist der Lukas. Ah, gucke an, habe ich wieder was dazugelernt. Aber eins, das haben die beiden noch in den ganzen Jahren nicht gelernt, dass wir hier in der Halle einen Bierlieferungsvertrag haben. Die bringen immer ihr eigenes Bier mit und halten sich nicht an die Regeln, die hier gelten. Ach, guck mal da, hallo ihr zwei. Was habt ihr denn Schönes mitgebracht? Hello again. Ja, also ich habe nochmal das alte Mini-Garde-Kostüm ausgepackt. Da steht sogar noch Mini-Mäuse drauf. Genau, und ich habe das aktuelle Karnevalskostüm der TSV Mini-Garde dabei, in dem sie die letzten Jahre tanzen. Ihr beiden seid ja echte Immenhäuser Karnevals-Urgesteine. Ihr habt ja seinerzeit auch in der Mini-Garde, oder damals hieß es ja Mini-Mäuse, angefangen. Das ist richtig. Wir haben so ungefähr vor 15, 16 Jahren angefangen und sind dann immer weiter hochgeklettert bis zur TSV-Garde jetzt.
Genau, und haben eigentlich gar kein Jahr ausgesetzt. Sind denn die kleinen Damen, wenn sie hier auf die Bühne kommen und ihre schönen Kostüme anhaben, auch nervös oder spulen die das ganz locker runter? Ich glaube, die sind wirklich tiefenentspannter als wir Großen. Also die meistern das super. Die Aufregung kommt meistens erst hier draußen im Flur, wenn ihr euch als Elferrad einreiht. Und dann ja, wird nochmal ein dummer Spruch gebracht, dann lachen alle und dann geht's ab auf die Bühne. Ja, ihr macht da ja auch wirklich einen super Job. Wie oft trainiert ihr denn eigentlich mit den Mädels? Genau, also wir fangen meistens so nach den Sommerferien an und dann trainieren wir donnerstags und freitags immer im Wechsel von 16:30 bis 17:30. Die jungen Damen träumen doch auch mal bestimmt davon, hier oben auf der Bühne am Samstagabend zum Abschluss des Programms als Höhepunkt ihren wunderschönen Gardetanz hier aufzuführen, oder? Auf jeden Fall. Also die freuen sich riesig. Wir haben jetzt auch wieder drei Mädels, die jetzt 12 sind und also in die Juniorgarde kommen. Und die haben schon gesagt, dass sie sich richtig freuen. Und ja, die wollen halt auch bei uns in der TSV-Garde irgendwann tanzen. Genau, das ist halt ein guter Übergang, erstmal in der Juniorgarde zu verweilen. Und dann geht es irgendwann zu uns, zur TSV-Garde. Ja, super. Was machen die Kinder denn eigentlich lieber? Einen klassischen Gardetanz oder vielleicht auch eher einen lustigen Showtanz hier in der Halle? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, nach einer Zeit machen sie schon den Showtanz lieber, weil wenn man halt das ganze Jahr über den Gardetanz getanzt hat, das wird halt irgendwann auch langweilig. Ja, und wir haben auch irgendwann mit dem Showtanz angefangen, weil in der Juniorgarde und in der TSV-Garde kommt das ja dann auch irgendwann und das ist schon mal eine gute Vorbereitung für die Kleinen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja drei super Garden und bei der Minigarde können wir natürlich auch Nachwuchs gebrauchen. Also wer Interesse hat, ein Kind hat, das hier gerne mittanzen möchte, es müssen nicht übrigens immer nur Mädchen sein, es kann natürlich auch ein Junge dabei sein. Wird natürlich etwas schwer für ihn bei den ganzen Mädchen, aber vielleicht klappt es ja. Aber nun genug geredet, wir wollen uns natürlich auch etwas Schönes von euch und den Kindern angucken. So sieht es aus. Dankeschön euch beiden und Bühne frei für den Auftritt der Minigarde. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.
Ja, das war doch ein Wahnsinnsauftritt unserer Minigarde. Wir hoffen, es hat euch zu Hause genauso gut gefallen wie uns hier aus dem Elberrad. Und auch auf ein dreifach donnerndes Immenhausen! Hello! Minigarde! Hello! Immenhausen! Hello! Ja, die Mädels wollen sich auch nochmal persönlich bei euch vorstellen. Also, hier ist das Video mit der Vorstellungsrunde. Hi, uns kennt ihr ja bereits und wir hoffen, euch hat der kleine Teil, den ihr gesehen habt, von unserer TSV Minigarde gefallen. Genau, und nun wollen sich unsere Mädels selber vorstellen. Hallo, ich bin Alicia, bin 12 Jahre alt und bin seit 2016 in der Garde. Hallo, ich bin Leni und ich bin 8 Jahre und bald 9 und ich bin seit 2018 in der Garde. Hallo, ich bin Mathilda, ich bin 10 Jahre alt und bin seit 2018 in der Garde. Hallo, ich bin Luisa, ich bin 9 Jahre alt und bin seit 2018 in der Garde. Ich bin Isabella, bin 11 Jahre alt und mache seit 2016 mit. Das waren die Mädels, die ihr eben gerade im Tanz gesehen habt. Genau, und jetzt folgen die Videos von den Mädels, die am Drehtag leider nicht dabei waren. Tschüss! Ich bin Zuya, bin 9 Jahre alt und bin seit 2018 in der Garde. Und mein Lieblingsschritt ist der Pendelschritt. Hallo, ich bin Emma, ich bin 11 Jahre alt und ich bin seit 2015 mit dabei. Mein Lieblingsschritt ist der Schuhplattler. Hallo, ich bin Melina, bin 10 Jahre alt und bin seit 2018 in der Minigarde. Mein Lieblingsschritt ist der Stufenschritt. Liebes närrisches Publikum, es geht locker karnevalistisch weiter bei uns im Programm. Hier wird es nicht langweilig, hier geht es immer rund beim Immenhäuser Karneval. Hoffi, weißt du denn eigentlich, wer hier oben mit auf der Bühne ist? Wir sind die grün-weißen Hühner! Ach ja, das sind die grün-weißen Hühner. Und wer alles mit dabei ist, das zeigen sie euch selber. Also ab in den Hühnerstall! Ich bin Heike Schmidt. Seit 12 Jahren versuche ich den Hühnern des 10 bis 8 beizubringen. Hallo, ich bin Jessica Brede und ein Huhn der ersten Stunde. Und bei den Hühnern sorge ich meistens dafür, dass wir alle zur rechten Zeit am rechten Ort und natürlich auch mit dem richtigen Equipment sind. Hallo, ich bin Julia Zimmer. Ich bin Melanie Römer, das jüngste Huhn und verfeinere die Kostüme der Nähmaschine. Hallo, mein Name ist Nadine Heckel und ich bin am Rosenmontag für das Warm-up vor dem Straßenkarneval zuständig. Hallo, ich bin Verena Reiser. Ich bin Britta Exner, die letzte aus unserer Hühnerrunde und ich will doch mal gucken, was die anderen gerade so machen. Ja, jetzt haben wir gesehen, wer aktuell alles bei den grün-weißen Hühnern mitmacht. Bei uns zu Besuch ist nun die Trainerin, die Heike. Liebe Heike, seit wann gibt es denn eigentlich die Gruppe die grün-weißen Hühner? Die grün-weißen Hühner gibt es seit der Kampagne 2010-2011. Ja, das sind ja schon ganze 12 Jahre, die hier oben auf der Bühne steht. Das muss man erstmal alles so hinkriegen jedes Jahr, ne? Heike, wie ist denn die Gruppe entstanden? Wer hatte die Idee? Die Idee hatten drei ehemalige Gardemädels, die haben dann noch drei Freundinnen dazu gesammelt und als ich davon hörte, habe ich dann gesagt, oh, wenn ich dann nicht mehr aktiv Hoppendeichhopser tanze, dann würde ich euch gern trainieren. So ist es passiert. Na Heike, da ist doch wirklich eine tolle Gruppe entstanden. Ihr macht doch wirklich immer super Auftritte. Wie kommt ihr eigentlich auf die Ideen für eure Tänze? Ach, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Mal haben wir eine Musik, mal haben wir eine Idee oder ein Kostüm oder... Jemand hat irgendwas gesehen und dann machen wir das Beste draus. Das schafft ihr auf jeden Fall jedes Jahr. Ja, und das Ganze ist natürlich nicht immer so einfach, ne? Viele gute Ideen zu haben, aber immer wieder schöne Auftritte von euch. Was war denn für euch so der Beste oder was am meisten Spaß gemacht hat? Spaß macht eigentlich am meisten das Erarbeiten, aber der schönste Auftritt ist schwer zu sagen, aber war wohl das Schwarzlicht mit den Hühnern und für mich persönlich auch die Bauarbeiter.
Also das mit dem Schwarzlicht war wirklich gut, soll aber nicht die anderen Auftritte schmälern, ne? Also die waren mindestens genauso gut. Tobi, dem kann ich absolut zustimmen. Wie ich mitbekomme, seid ihr wirklich eine tolle Truppe, macht auch viel gemeinsam. Was macht ihr denn außerhalb der Karnevalszeit noch so? Ja, wir treffen uns also grundsätzlich einmal im Monat, machen uns einen schönen Abend und sonst gehen wir noch schießen hier bei in Immhausen oder auch in Udenhausen oder zur Kegelwoche hier beim TSV oder wenn irgendwo was Schönes stattfindet, dann gehen wir auch dahin. Da habt ihr euch recht, dass ihr das macht, weil eure Männer sind ja auch öfters mal weg in Sachen Karneval, ne? Ja, ich gehöre auch dazu. In diesem Sinne, Bühne frei für die grün-weißen Hühner. Wir gucken uns jetzt ihren Beitrag an. Nine, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen. Ein Astronaut, ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren geboten. Wie ein Astronaut. Liebes närrisches Publikum, das ist hier oben auf der Bühne, die grün-weißen Hühner. Wo ist denn eigentlich mein Co-Moderator? Hoffi, wo bist du denn? Tobi, hier bin ich doch. Ich habe erstmal wieder unsere Kellnerin Leonie geholt, damit wir mit den grün-weißen Hühnern ihr Lieblingsgetränk, einen Eierlikör, trinken können. Na, dann verzeih ich dir das, dass du nicht da warst. Vielen lieben Dank, Leonie, dass du uns mit einem leckeren Getränk versorgst. Dankeschön. Darfst du natürlich auch ein Eierlikörchen nehmen. Und dann, ein Prost auf die grün-weißen Hühner. Stößchen. Prost. Wir freuen uns auf den 21. Mai. Liebes närrisches Publikum, wir hoffen, dass bei euch zu Hause die Stimmung genauso gut ist wie bei uns hier oben auf der Bühne. Und damit das Ganze noch besser wird, haben wir natürlich auch unsere Stimmungssänger und Stimmungssängerinnen mit dabei, die natürlich auch zu diesem schönen Video mit beitragen wollen. Hoffi, was sagst du dazu? Ja, wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, haben für den heutigen Abend Beatrice Egli eingeladen. Glücklicherweise hat sie abgesagt und wir haben eine viel, viel bessere Alternative gewinnen können. Wie jedes Jahr singt für euch zu Hause unsere Justine. Also hoch vom Sofa, tanzt ein bisschen mit und Bühne frei. Viel Spaß! Lilila, leben, lieben, lachen. Man muss das Leben nehmen, so wie das Leben ist. Man muss die Feste feiern, wie sie kommen. Steh ich auch mal im Regen, nichts läuft bei mir nach Plan. Flieg ich dem Glück entgegen, weil ich's kann. Ich mach die Fenster auf, schmeiß alle Sorgen raus, weil ich das Leben mag. Ich mach die Playlist auf und dreh die Boxen rauf. Heute ist mein Tag. Lilila, Leben, Lieben, Lachen. Lilila, lass das Leben krachen. Wir
chillendes Leben. Lila, Leben, Leben, Lachen. Lila, verrückte Sachen machen. Ich gehe all in, wir leben nur einmal und einmal ist kein Mal. Manchmal da fließen Tränen, weil einfach nichts gelingt. Ich schwimm den Sturm entgegen, ich gewinn. Oh, oh. Ich reiß den Himmel auf und schmeiß die Sorgen auf, weil ich das Leben mag. Ich mach einen Glückskeks auf, das hilft beim Herzburnout. Bin endlich wieder da. Lila, Leben, Liebe, Lachen. Lila, lass das Leben krachen. Chillen das Leben. Lila, Leben, Liebe, Lachen. Lila, verrückte Sachen machen. Ich geh all in, wir leben nur einmal und einmal ist kein Mal. Ich mach die Playlist auf und dreh die Boxen auf. Heute mein Tag. Lila, Leben, Leben, Lachen. Lila, lass das Leben krachen. Oh, oh, ey, oh, der Sonne entgegen, wir chillen das Leben. Lila, Leben, Leben, Lachen. Lila, verrückte Sachen machen. Ich geh all in, wir leben nur einmal und einmal ist kein Mal. Lila. Für euch zu Hause, für uns hier oben auf der Bühne, unsere Stimmungssängerin Justine Lecke. Natürlich zu Hause nicht hinsetzen, stehen bleiben, weiter tanzen, mitklatschen, mitmachen. Justine hat ein zweites Lied mitgebracht, was sie uns hier noch vortragen will. Also Bühne frei für dein nächstes Lied und alle machen mit. Viel Spaß! Ich halte ihn mit mir.
Ja, liebe Christine, wieder mal ein super Auftritt von dir. Wir hoffen, es hat euch zu Hause genauso gut gefallen wie uns hier vor Ort. Auch nochmal herzlichen Dank an die TSV-Garde. Es gibt wirklich ein tolles Bild mit euch immer wieder ab. Für unsere TSV-Garde und vor allem für die Justine ein dreifach donnerndes Immenhausen. Hello! Die Justine. Hello! Immenhausen. Hello! Ja, bleibt dran, es wird später noch ein bisschen mehr von unseren Sängern zu hören geben und dann könnt ihr auch wieder weiter tanzen. Moin, wir sind die TSV-Garde. Und ich bin Vivian. Ich bin Leonie. Und ich bin Helena. Die TSV-Garde gibt es mittlerweile schon seit über 40 Jahren mit Immenhäuser Karneval. In den letzten Jahren kam zu dem traditionellen Gardetanz auch immer noch ein Showtanz mit dazu. Genau. Nachdem wir 2018 die TSV-Garde übernommen haben, sind wir nun 14 aktive Tänzerinnen und ab und zu haben wir auch noch mal einen Gast beim Showtanz. Das stimmt. Na dann, schauen wir mal, wo sie sitzen. Normalerweise sitzen da alle. Wo stecken die denn? Lilly? Ich bin hier. Lilly, sag mal, wo hast denn du die Nele gelassen? Ihr lauft doch mal zusammen. Hier bin ich. Gut, Nele ist ja da. Lea, bist du da? Bist bereit? Warte kurz. Muss mich mental drauf vorbereiten. Okay, mach du mal. Wo ist denn eigentlich Pia? Hängt die noch an der Arbeit fest? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Scheiße, Montag ab 19 Uhr, ich muss ins Training. Na gut, dann müsste ja Pia gleich angedüst kommen, aber apropos, ist denn Lorenas Zug mal so langsam da? Müsste? Ich mach noch einen Satz und dann bin ich bei. Was sind denn eigentlich Lisa und Vanessa? Das kann ich dir nicht sagen, aber wer sind denn überhaupt Lisa und Vanessa? Ich kenne nur eine Sharky und eine Nessie. Stimmt, aber wo sind die überhaupt? Keine Ahnung. Herzlich willkommen, viel Spaß beim Programm und wir sind dabei. Ja, gut, dass Sie schon mal bereitstehen. Ja, wo ist denn Lotta überhaupt? Lotta hat uns ein Video zukommen lassen, schau mal. Sorry Mädels, ich bin leider krank und kann daher an den Aufnahmen nicht mit teilnehmen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu sehr böse, aber versprochen, am 21.05. bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei. Gute Besserung an Lotta und Nadine, die zieht bestimmt schon für den Mai unten in die Kabine ein. Ja, können wir ja mal schauen. Ja, ich bring's schon auf meinen Platz. Okay, Nadine ist bereit. Bist du auch bereit, Lea? Ja. Grüß die Maus, ich lieg hier. Das ist ja schön, Lea. Steckt Lena eigentlich noch in der Uni fest? Ja, die Klausurenphase fängt doch bestimmt bald an. Lena, Garde. Oh, sorry Leute, ich muss nur noch kurz das fertig machen. Ich komme gleich. Ja gut, dann wissen wir ja Bescheid. Und wo hat sich Sandra schon wieder versteckt? Vielleicht im Vorhang. Sandy! Hier bin ich. Vergesst mich nicht, ich bin auch wieder dabei. Ja, mein Steffen, schön, dass du auch da bist. Unser Gast für den Showtanz, dann haben wir jetzt alle da. Na dann, Bühne frei! Hoffentlich bin ich nicht zu spät! Ach Pia, schön, dass du es doch noch geschafft hast. Jetzt aber wirklich, Bühne frei für den Showtanz der TSV-Garde. We'll be right back.
Das war unsere TSV-Garde mit ihrem Showtanz Viva Las Vegas. Ein recht herzliches Dankeschön an die Damen und den Herren und natürlich für euch auch ein dreifach... Halt, Tobi! Was lass denn? Doch erstmal mit den Mädels und dem einen jungen Herrn ihr Lieblingsgetränk trinken. Greift da mal hinter euch, da gibt's was für euch und dann genießt mal das Getränk mal zusammen. Tobi, für dich gibt's übrigens auch einen. Vielen Dank, Hoffi. Schön, dass du aufpasst, deswegen habe ich dich mit dabei geholt. Na klar, Prost miteinander! Prost! Aber jetzt können wir. Absolut, jetzt darfst du. Auf geht's. Für unsere TSV-Garde und den Showtanz ein dreifach donnerndes Ebbenhausen. Hello. TSV-Garde. Hello. Showtanz. Hier spricht der Bierkapitän. Darf ich bitte mal die Bierbäuche sehen? Mensch, Tobi, drehst du denn jetzt komplett am Rad? Mensch, Hoffi, du hast doch gar keine Ahnung. Ich wollte schon immer mal bei der Augsburger Puppenkiste mitmachen. Das habe ich als Kind schon so gerne gesehen. Kennst du das überhaupt? Ja, die Augsburger Puppenkiste, die kenne ich. Und wir haben sogar einen Beitrag direkt aus Augsburg. Also viel Spaß mit der Linda. Hello aus Augsburg. Und schon wieder sitzen wir zu Hause und können nicht zusammen Karneval feiern. Vor 12 Jahren hat alles angefangen. Damals habe ich beim TSV bei den B-Junioren gespielt und irgendwann kam der Herbert Schmidt auf mich zu und meinte, kannst du dir eigentlich vorstellen, auch bei uns beim Karneval zu singen? Bis dato hatte ich ja nur beim katholischen Karneval gesungen. Nach langem Hin- und Her-Überlegen hatte mich dann doch die große Bühne, die gute Stimmung und die Band gereizt. Und so fing alles an. Damals bin ich noch mit 17 Jahren blondes Haar einmarschiert. Mittlerweile ist es die schwarze Natascha geworden. Lange Rede, kurzer Sinn. Nehmt euch auch ein Kaltgetränk, schiebt den Tisch weg, tanzt und singt mit und hoffentlich bis ganz bald. Prost! Darling, no, no, schau dir um die Tränen in der Nacht, yeah. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Im Hof, da spielt sie mit Joe von Vis-a-Vis, doch der zieht dann in eine andere Stadt. Wie hat sie da geweint? Da gab mir die Mama einen guten Rat. Der die Hoffnung nahm, allein in einer fremden Stadt,
allein in Amsterdam. Traum von Amsterdam, der die Hoffnung nahm. Allein in einer fremden Stadt, allein in Amsterdam. Heute sag ich, es war einmal Märchen voll Angst und Qual. Elfenprinz und gute Fee waren für uns nicht vorgesehen. Bleib doch, hab ich noch gesagt. Wie hast du mich dann gefragt? Liebe hat total versagt in Amsterdam. Komm, wir fahren nach Amsterdam. Ich weiß, dass uns nichts passieren kann. Du und ich, wir haben's doch im Griff. Dabei saßen wir längst auf dem sinkenden Schiff. Bleib doch, hast du noch gesagt. Wie hab ich dich dann gefragt? Liebe hat total versagt in Amsterdam. Traum von Amsterdam, der die Hoffnung nahm. Allein in einer fremden Stadt, allein in Amsterdam. Regenbogengold haben wir gewollt. Rote Rosen sollen vom Himmel fallen und nie verblühen. Ich nehme mir heute einfach so die Zeit für uns mal frei und träume uns ins Nirgendwo. Tornado, kann das denn möglich sein? Wir zwei ganz allein. Vielleicht kriegst du es später mit, wo ich mit dir heute war. Denn Träume kommen einfach so. Tornado, kann das denn möglich sein? Nur wir zwei ganz allein. Tausend Träume wahr, schwerelos durch Raum und Zeit, wie durch die Unendlichkeit. Tausend Träume wahr, wie durch die Unendlichkeit. Tausend Träume weit. Dieses Fieber.
Straßen bis nach Mitternacht. Ich hab das früher auch gern gemacht. Ich brauch dich dafür nicht. Ich sitz am Tresen, trinke noch ein Bier. Früher waren wir oft gemeinsam hier. Das macht mir nichts. Gegenüber sitzt Tippin Bär. Ich stell mir vor, wenn es dein neuer wäre, das juckt mich überhaupt nicht. Auf einmal packt's mich, geh auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du einen Stich? Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Wieder ein. Ich wollte doch nur ein bisschen freier sein. Jetzt bin ich's oder nicht. Ich passe nicht in eine heile Welt. Doch die und du ist mir, was mir fehlt. Ich glaub es einfach nicht. Gegenüber steht ein Telefon. Es lacht mich ständig an, voll Hohn. Es klingelt an. Sieben Bier, zu viel geraucht, das ist es, was ein Mann so braucht. Doch niemand sagt auf. Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Hello, bis ganz bald. Prost! Aus dem wunderschönen Augsburg, über Immenhausen und nun über YouTube in die ganze Welt. Unsere Linda Köhler hat mal wieder gezeigt, wie gut sie für uns am Karneval singen kann. Da hast du vollkommen recht, Hoffi. Augsburg ist auch eine wunderschöne Stadt, aber Immenhausen ist viel, viel schöner. Und wir haben hier ein super Tanzmariechen und das wollen wir uns jetzt angucken. Bitte Bühne frei für unser Tanzmariechen. Near a tree by a river, there's a hole in the ground where an old man, a berry, goes around and around. And his mind is a beacon in the veil of the night. For a strange kind of fashion, there's a wrong and a right. Near a tree by a river, there's a hole in the ground where an old man, a berry, goes around and around. And his mind is a beacon in the veil of the night. For a strange kind of fashion, there's a wrong and a right. He'll never ever find over you.
für euch hier oben auf der Bühne direkt in die Wohnzimmer und wo auch immer gefeiert wird, unser Tanzmariechen Lea Wiegand. Für die Lea natürlich ein dreifach donnerndes Immenhausen. Hallo! Tanzmariechen. Hallo! Immenhausen. Hallo! Und natürlich von dir hast du auch ein kleines Vorstellungsvideo, bühnefrei oder filmfrei für dein Vorstellungsvideo. Hallo, ich bin Lea Wiegand, ich bin 17 Jahre alt und bin, seit ich 6 Jahre alt bin, ein Tanzmariechen. Seitdem ich 5 bin, tanze ich in der Garde. Mensch, Hoffi, hast du denn auch so einen Durst wie ich? Oh ja, ich bin richtig durstig. Das kann ich mir vorstellen, es ist eine verdammt trockene Luft hier in der Jahntonhalle. Aber wirklich, ich habe schon eine richtig trockene Kehle. Ja, dann sollten wir uns was zu trinken bestellen. Denn beim Karneval wird ja auch ordentlich immer getrunken. Also, ich wünsche mir ein Tablett Schnaps, serviert von der TSV-Garde. Und ich wünsche mir ein Tablett Bier, serviert vom Abteilungsleiter Fußball Christian Exner. Oh, und die Wünsche werden wahr. Hallo Leonie. Hallo Tobi. Vielen Dank. Hallo Christian. Hallo Christopher. Schön, dass ihr hier seid und bringt uns Getränke, einen kühlen Schnaps und natürlich ein wunderschön gezapftes, kaltes Bier. Vielen lieben Dank an euch. Bier? Habe ich das richtig gehört? Dann bin ich ja genau richtig hier. Hallo Tobi und hallo Rest der Bande. Hallo Olli, sei gegrüßt. Schön, dass du hier bist. Wir haben natürlich für dich auch etwas zu trinken. Aber Olli, sag mal, was hast du denn Sensationelles an da? Na Tobi, weißt du noch damals, 2004, da wurden doch die Unschuldsengel gegründet. Das stimmt. Das war eine Gruppe, die kurzfristig ins Leben gerufen worden ist. Aber genauso kurzfristig wollen wir jetzt mal einen Schnaps trinken. Ja, auch zu Hause, die Zuschauer, die an den Bildschirmen sitzen, einen Schnaps einschütten, Glas heben oder ein Säckchen, ein Wein oder ein Bier und Prost auf den Karneval beim TSV Immenhausen. Prost. Prost. Ja, Christian, du bist ja auch schon immer bei den Unschuldsengeln mit dabei. Wie ist die Gruppe denn eigentlich entstanden? Ja, das war ganz interessant. Recht kurzfristig damals, dein Vater als Abteilungsleiter hat während der Hallenfußballwoche Anfang Januar uns als Mannschaft so zusammengerufen und hat gesagt, wir brauchen beim Karneval unbedingt noch eine Gruppe und hat die Tanja Habisch vorgeschlagen, die sehe so ein bisschen aus wie Andrea Berg und die sollte Playback im Vordergrund singen und wir als Fußballer dahinter ein bisschen schunkeln. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben dann gesagt, wir machen das, aber wir machen es ein bisschen anders, wir tanzen und die Tanja war unsere Trainerin. Ja, super. Also es ist wirklich erstaunlich, wie aus so einer banalen Idee dann so eine tolle Tanzgruppe entstanden ist, die hier Jahr für Jahr die Halle einfach zum Toben bringt. Auf jeden Fall. Müssen wir auf jeden Fall auch dem Harald nochmal für danken. Leute, wir sollten auf jeden Fall aufpassen, dass das Bier nicht warm wird. Also sollten wir das jetzt auch nochmal trinken. Richtig. Und nochmal zu Hause mit den Zuschauern an den Bildschirmen anstoßen und ein dreifach donnerndes Immenhausen. Hello! Unschuldsengel. Hello! Immenhausen. Hello! Prost, Gemeinde. Darf ich das eigentlich sagen, Prostgemeinde? Ich bin ja kein Pfarrer. Ich denke schon. Gut, alles klar. Olli, weißt du eigentlich noch, wer 2004 alles hier auf der Bühne stand bei eurem ersten Auftritt? Ich weiß es. Du auch? Ich kann es mir fast denken, aber ich würde es gerne von dir hören. Ich war damals im Publikum. Damals war ich noch kein Präsident. Dann frage ich doch mal die Leute zu Hause. Aber ich fange dann mal an. Es waren mit dabei der Andreas Kunze, der Peter Frank, der Matthias Werner, der Michi Kölmer, der Christian Exner und meine Wenigkeit. Stimmt, 6 Leute waren das damals. Eine gute Truppe. Ja, und gab's während des Trainings auch immer was zu trinken oder immer nur Wasser? Tobias, wir kennen uns doch schon so lange. Ich gehe davon aus, dass es auch wirklich was zu trinken gegeben hat. Bier und Schnaps waren immer mit dabei. Richtig so, das gehört natürlich dazu. Leonie,
Wie gefallen dir die Unschuldsengel? Gefallen dir die gut? Ja, genau. Also mir gefallen sie sehr gut und wir gucken sie uns gerne von der Empore an. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht auch manchmal unten in der Kabine. Das auch. Alles klar. Christian, heute, ihr seid ja immer noch aktiv hier auf der Bühne mit den Unschuldsengeln, ne? Wie viele Leute seid ihr heute und wer ist immer noch alles aktuell dabei? Ja, das ändert sich natürlich im Laufe der Jahre einiges, das ist so. Und ich möchte das jetzt gar nicht alles aufzählen. Wir haben ein kleines Video gedreht, wo die Leute sich vorstellen und ich denke, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja super, dann geht's los mit dem Beitrag der Unschuldsengel. Hallo, ich bin der Peter. Ich bin Gründungsmitglied bei den Unschuldsengeln und bekannt für mein fehlendes Taktgefühl. Und wer bist du? Hi, ich bin der André. Ich bin schon ewig Jahre bei den Unschuldsengeln mit dabei und ich kann auch überhaupt nicht tanzen, aber habe jede Menge Spaß, mit den Jungs auszurasten auf der Bühne. Das macht mega Spaß. Und wer bist du? Hi, ich bin Dome. Ich bin seit 3 Jahren bei den Unschuldsengeln und bin mit den Unschuldsengeln in einer On-Off-Beziehung. Und wer bist du? Ja, ich bin der Christian. Ich bin auch Gründungsmitglied der Unschuldsengel und ich bin eindeutig der Schlankste hier in der Gruppe. Und wer bist du? Hi, ich bin der Hoffi. Ich bin seit 2009 bei den Unschuldsengeln und in 2006 hatte ich schon einen Gastauftritt als Playboy-Bunny. Und wer bist du? Hi, ich bin der Tim. Ich bin neu hier in der Selbsthilfegruppe und ich war noch nie pünktlich. Und du? Hi, ich bin Andreas. Ich bin auch Gründungsmitglied seit 2004 und ich bin wahrscheinlich der am besten mit der Trompete umgehen kann. Und wer bist du? Servus, ich bin der Matthias. Ich trage unheimlich gerne Frauenkleider, aber ich möchte gar nicht so viele Worte über mich verlieren. Denn ich möchte unsere aktuell pausierenden Mitglieder grüßen, nämlich den Bidi und den Rümit Ü. Von dem her, Prost! Ja, super. Jetzt wissen wir auch, wer aktuell bei den Unschuldsengeln aktiv ist. Das sind ja nur super sexy Jungs. Olli, wie ist denn eigentlich der Name Unschuldsengel entstanden? Ja, Hofi, lass mich mal kurz überlegen. Es ist ja auch schon eine Ecke her. Also 2004, damals haben wir uns im U-Boot, ihr kennt das wahrscheinlich alle, getroffen, reinkommen und untergehen. Und so ist der Name Unschuldsengel entstanden. Aha, und seid ihr denn auch unschuldig? Alle. Das glaube ich euch aufs Wort. Aber was anderes. Christian, was hast du denn da Schönes an? Ja, berechtigte Frage, Tobi. Das ist unser Kostüm gewesen oder mein Kostüm in 2009 von unserem Auftritt gewesen und das habe ich mir ausgesucht für heute hier, weil ich das mit unserem schönsten Auftritt fand und habe gedacht, da trage ich das doch nochmal voller Stolz. Ja, dann würde ich dich nochmal bitten, aufzustehen, uns das mal zu zeigen. Sensationell. Ich liebe dich. Ich dich auch. Das ist schön. Leonie, schmeckt das Bier? Sensationell, schmeckt richtig gut. Schön. Dann sind wir ja alle im Einklang, alle haben wir uns lieb und wir freuen uns jetzt auf den Beitrag von den Unschuldsengeln. Bühne frei für die Unschuldsengel.
Unschuldsengel, das ist schon eine verrückte Gruppe. Da gibt es manchmal viel Haut, manchmal auch doch ein bisschen mehr Kleidung und manchmal ist die Kleidung auch anders, als man sie im Alltag tragen würde. Ich kann das selber bezeugen, denn ja auch ich tanze bei dieser Gruppe mit. Danach geht's aber richtig ab. Dann geht's weiter mit unserem Stimmungssänger und den haben wir jetzt bei uns auf der Bühne. Lars Hartung, wie ihn alle kennen, schon seit vielen Jahren dabei. Und er hatte schon einen super Auftritt im letzten Jahr, obwohl gar kein Karneval war, aber vom Rathaus am 2. Oktober, da war irgendwie ein bisschen was los. Und da war der Lars auch da. Lars, nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Obwohl ich es nicht ganz in Ordnung fand, weil er die frisch vermählte Braut gefragt hat, warum hast du nicht Nein gesagt? Aber jetzt ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, ich verzeihe dir. Ja, früher habe ich ihn immer angesagt mit, wir haben so fast gleichzeitig angefangen, ich 2 Jahre später als er, hier oben auf der Bühne. Lars, gib Gas. Bühne frei für dich. Hello again. Ich sag einfach hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen, dort, wo alles begann. Ich sag nur hello again. Ein Jahr lang war ich ohne dich. Ich brauchte diese Zeit für mich. Kann sein, dass ich ein anderer bin, als der, der damals von dir ging. Ich gehe die Straße lang wie immer. Da brennt noch Licht in deinem Zimmer. Ich weiß, du wirst mich nicht viel fragen. Wie damals werde ich einfach sagen, hello again. Ich sag einfach hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen, dort, wo alles begann. Hello again. Dort am Fluss, wo die Bäume stehen, will ich dir in die Augen sehen, ob ich da bleiben kann. Ich sag nur hello again. Noch ein paar Stufen bis zur Tür. Ich spür ein wenig Angst in mir. Wie kann ich mir nur sicher sein? Vielleicht bist du nicht mehr allein. Ich würde gern für immer bleiben. Das kann ich nicht allein entscheiden. Vielleicht wird uns noch viel verbinden. Vielleicht musst du erst zu mir finden. Hello again. Ich sag einfach hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen, dort, wo alles begann. Oh, hello again. Du am Fluss, wo die Bäume stehen, will ich dir in die Augen sehen, ob ich da bleiben kann. Ich sag nur hello again. Hello again, das Motto unseres Karnevals in 2022. Endlich auch musikalisch auf der Bühne. Aber unser Lars hat natürlich noch viel, viel mehr zu bieten. Das stimmt.
Sein Klassiker natürlich jedes Jahr hier oben bei uns auf der Bühne von Klaus Lage. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Lars, dir gehört die Bühne und für das Publikum zu Hause. Auf geht's, Leute. Wolltest dir bloß den Abend vertreiben? Ich gerade allein ist bei mir. Wir waren bloß Freunde und wollten's auch bleiben. Ich dachte nicht im Traum, dass was passieren kann. Ich weiß nicht, wie ewig wir zwei uns schon kennen. Deine Eltern sind mit meinen damals Kegeln gefahren. Wir blieben zu Haus, du schliefst ein vorm Fernsehen. Wir waren wie Geschwister in all den Jahren. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt und uns am Fasching in den Büschen versteckt? Was war eigentlich los? Wir haben nie was gefühlt, so eng nebeneinander und noch gar nichts gecheckt. War alles ganz logisch, wir kennen uns so lange, als dass aus uns nochmal irgendwas wird. Ich wusste, wie dein Haar riecht und die silberne Spange. Hab ich doch schon tausendmal beim Tanzen berührt. Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und es hat Zug gebracht. Wusste ich nicht, was gefehlt hat. Wär nie drauf gekommen, denn das warst ja du. Und wenn ich dir oft von meinen Problemen erzählt hab, hätt ich nie geahnt, du warst der Schlüssel dazu. Doch so aufgewühlt hab ich dich nie gesehen. Du liegst neben mir und ich schäm mich fast dabei. Was war bloß passiert? Wir wollten tanzen gehen. Alles war so vertraut und jetzt ist alles neu. Ist alles neu. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Hoffi, ich glaube, wir sollten mal eine Runde wandern gehen. Ja, wandern finde ich gut. Ja, wandern ist schön, ne? Wir gehen mal in Reinhardswald. Was meinst du denn? Reinhardswald finde ich auch gut. Ja, guck mal, ich habe meine Wanderschuhe mitgebracht. Da können wir jetzt schön eine Runde drehen. Finde ich auch gut. Ja? Kennst du denn den Arlberg im Reinhardswald? Arlberg kenne ich auch. Ja, da sollten wir mal hochwandern. Warst du da schon mal? Ja, aber schon ein bisschen länger her. Das glaube ich dir. Weißt du denn auch, dass da mal eine Siedlung war? Wirklich? Ja, da war mal eine Siedlung. Da wurden richtig kräftige, starke Männer gezeugt. Du auch? Ja, ich auch. Aber es wurden noch viel mehr da gezeugt. Und die können auch verdammt gut tanzen. Wollen wir uns mal angucken, was die Arlberg-Dancer so können? Ah, die können bestimmt richtig gut tanzen. Ja, dann Bühne frei für die Arlberg-Dancer.
liebes närrisches Publikum, das war für euch ganz exklusiv. Hier oben auf der Bühne, bei euch zu Hause im Wohnzimmer, die Arlberg-Dancer. Hoffi, was sagst du dazu? Ja, ich sage doch was ganz Einfaches dazu. Für unsere Arlberg-Dancer, ein Dreifach-Donnerndes Immenhausen. Hello. Arlberg-Dancer. Hello. Immenhausen. Hello. Und wer alles dabei ist, das seht ihr jetzt. Die Männertänze bringen immer eine überragende Stimmung in unsere Jahrtonhalle. Aber der krönende Abschluss, das ist unsere TSV-Garde. Bühne frei.
Das war unsere TSV-Garde mit ihrem Gardetanz. Für die TSV-Garde natürlich ein donnerndes, lautes Zuhause in den Wohnzimmern. Macht die Fenster auf. Lasst es raus aus euren Räumen, das ganz Immenhausen hört. Ein dreifach donnerndes Immenhausen. Hello. TSV-Garde. Hello. Immenhausen. Hello. Und lasst die Fenster offen zu Hause. Jubelt weiter. Am 21.05.2022 sehen wir uns hoffentlich hier in der Jahnturnhalle. Und wir können alle gemeinsam Karneval feiern. Ausgelassen im Publikum, auf der Bühne, im Elverrad, an der Theke und sonst wo. Ich hoffe, liebes närrisches Publikum, es hat euch gefallen. Ihr hattet karnevalistische Stimmung zu Hause. Feiert noch weiter zu Hause. Habt Spaß, macht noch eine Flasche Sekt auf, ein Fass Bier. Aber Tobi, wir haben nicht nur eine Veranstaltung am 21.05. Am 19.05. da feiern wir hier auch natürlich wieder Weiberfasching. Das stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Aber dafür habe ich dich ja hier oben, Hoffi. Du denkst einfach da dran und du wirst da mit deiner Mannschaft und deinem Team wieder ein super Weiberfasching präsentieren. So wie beim letzten Mal. Da bin ich fest von überzeugt. Na, das hoffen wir doch sehr. Wir wollen wieder die Halle voll haben und eine partywütige Damenmeute in der Jartenhalle sehen. Davon gehen wir ganz doll aus. Karten gibt es vielleicht noch, aber für die Samstagssitzung am 21.05. gibt es auf jeden Fall noch Karten. Sofort zum Hoffi in die Geschäftsstelle rennen und Karten bestellen, damit ihr alle dabei seid. Das wird hoffentlich das letzte Mal sein, dass wir Karneval im Mai feiern. Ganz was Besonderes, Karte bestellen, mit dabei sein. Hoffi, wie geht's jetzt weiter? Ja, wir gehen jetzt wieder zum Kunstrasenplatz und feiern ein großes Finale. Freut euch, genießt den Abend, trinkt noch das ein oder andere Getränk. Schaltet vor allem nach dem Finale nicht ab, denn vielleicht gibt es auch noch das ein oder andere Lustige zu sehen, was hier in den letzten Wochen auf der Bühne so passiert ist. Helau! Helau! Weißt du auch noch, wie wunderschön es war? Wir haben gesungen und getanzt, aber auf einmal ist alles verboten und du stehst alleine da. Keine Party, aber halb so tragisch. Liebes närrisches Publikum, wir, der Hoffi und der Tobi und natürlich die Karnevalisten vom TSV Immenhausen hoffen, dass euch unser kleines Video gefallen hat und wir ganz viel karnevalistische Stimmung zu euch nach Hause in das Wohnzimmer gebracht haben. Feiert noch schön zu Hause, so wie es normalerweise in der Jahnturnhalle machen würden, bis in die frühen Morgenstunden. Hoffi, sag doch mal, was an diesem 3. Mai-Wochenende alles in der Jahnturnhalle los ist. Ja, Tobi, das mache ich doch gern. Am Donnerstag, den 19. Mai, da feiern wir Weiberfasching. Leider ist diese Veranstaltung schon ein bisschen länger ausverkauft, aber ihr könnt euch gerne noch auf eine Warteliste setzen lassen und vielleicht habt ihr Glück und könnt noch nachrücken. Den Freitag müssen wir erstmal die Halle aufräumen, uns ein bisschen ausruhen, machen dann abends die Generalprobe und vielleicht auch am Nachmittag noch eine Veranstaltung für Kinder. Am Samstag, 21.05., da geht's dann wieder richtig rund, da lassen wir die Halle beben und feiern unsere klassische Sitzung. Den Sonntag drauf gibt's dann noch wie gewohnt den Seniorenkarneval. Wir freuen uns, euch dort zu sehen. Und nicht zu vergessen, Hoffi, 11.11.2022, ein historisches Datum, Karnevalseröffnung in der Jahnturnhalle und natürlich auch im Mai schon mit unserer neuen Tanz- und Eventband Madison. Ja, Tobi, da hast du natürlich recht. Dementsprechend, der Tobi und ich, wir sagen danke. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen. Dieses YouTube-Video könnt ihr auch in Zukunft noch auf der Seite der TSV sehen und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. In diesem Sinne, viel Spaß beim Finale mit einem dreifach donnernden Immenhausen. Hello. Hello. TSV Karneval. Hello. Hello. Immenhausen. Hello. Hello. We'll be right back.
unsere fünfte Jahreszeit. Es fließt das Bier und auch der Wein. Ich wünschte, es könnte für immer sein. Vergessen wir die alten Leiern, denn heute wollen wir richtig feiern. Ich hör sie mit den Hufen scharren, die Närrinnen und auch die Narren. Hello again, Allah und hello again. Ja, sie dürften nie mehr vergehen, unsere schöne Zeit. Im Herzen drin, oh du schöne Zeit. Ich sag nur hello again. Ich sag nur hello again. Ein jeder ist heute kostümiert und feiert wild und ungeniert. Denn heute sind wir alle gleich, egal ob arm oder reich. Komm, heb die Gläser und die Hände, denn heute kennen wir kein Ende. Wir feiern heute überall, zur Fasnacht und Karneval. Hello again, Allah und hello again. Ja, sie dürften nie mehr vergehen. Unsere schöne Zeit. Hello again, Allah und hello again. Ich trag dich tief im Herzen drin, oh du schöne Zeit. Ich sag nur hello. Der Mann steht für der Wirtschaftsbill, der so jenen Szenen trinken der. Doch er hält viel zu wenig Geld, solang er auch zählt. In der Wirtschaft ist die Stimmung groß, er war keiner der Alemann. Doch da kühlt einer mit einem Bier und spricht ihn einfach an. Trink doch eine mit, stell dich nicht so an, du stehst wie die ganze Zigarren. Hast du auch kein Geld, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht drum. Trink doch eine mit, stell dich nicht so an. Du stehst wie die ganze Zigarren. Hast du auch kein Geld, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht drum. So mancher sitzt vielleicht allein zu uns, der so jenens wieder lachen lässt. Ganz heimlich, da wart er nun dort wo einer zu ihm setzt. Bring doch eine mit, stell dich nicht so an, du stehst wie die ganze Zigarren. Hast du auch kein Geld, das ist ganze Jahr. Bring doch mit und kümmer dich nicht drum. Trink doch eine mit, stell dich nicht so an, du
stehst wie die ganze Ziggerin. Hast doch kein Geld, ja das ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht drum. Und was hast du denn Schönes an, Leonie? Ja, hello again. Ich habe mal das neue... Hello. Ach nee. Das alte, Leonie. Das alte. Gut. Bis gleich. Ich glaube, den Gardetanz schon ein bisschen eher, weil, ja, das ist halt TSV-Garde, ne? Jetzt bin ich raus. Ihr habt damals schon in der Minigarde angefangen und standet auf der Bühne. Und das... Ja, hättest du ruhig weitermachen können. Ich müsste 40 Jahre jünger sein. Aber Ruhe, da hinten wird nicht getuschelt, ne? Wir knutschen nur. Ich hau der Leonie gerade auf die Finger, deshalb. Lass doch mal so ein Torwart-Torwart-Duell machen. Super, hast du Handschuhe mit? Na klar. Ich auch. Ihr sagt irgendwas an. Nein! Ich dachte, Tobi kriegt so einen Kopf. Ich denke, ja, weißt du, was ist das Zeichen? Übergewichtige Menschen Fußball spielen. Wir waren aber nicht ganz fertig damit. Das sind doch wirklich wunderschön gezapfte, kalte Biere. Bier? Ich hab Bier gehört. Dann bin ich ja genau richtig hier. Ach, Olli, sei gegrüßt. Hallo, Tobi. Schön, dass du da bist. Schön, dass du auch da bist. Ja, ich muss ja hier sein. Ist ja Karneval, ne? Hello. Hello. So, wir sind das jetzt kredenzt. Herr Exner, du machst ja gar nichts. Leonie muss ja jetzt arbeiten und du sitzt da nur. Herrlich. Ja, ich habe das delegiert. Gut. Olli, kannst du dich denn noch dran erinnern? Ja, kratz dich ruhig mal, da kommt eine schwierige Frage jetzt. Du wolltest die Frage stellen, ja. Du hast mir die bis jetzt auch gestellt immer. Ja. Ich nehme mir das Recht einfach raus. Ja, da hat sich natürlich im Laufe der Jahre einiges getan und verändert. Und ich möchte das jetzt nicht alles aufzählen, deswegen haben wir beim Üben ein kleines Video gedreht und wo die Jungs sich vorstellen und ich denke, das sollten wir uns mal anschauen. Ja, absolut, dann schauen wir uns das mal an und viel Spaß dabei. Umtsch, 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 umtsch. Rapper. Sensation. Das Schlimme ist, hat gar keiner einen Schluck Bier getrunken. Ich trink Bier, du trinkst Bier, wir alle sind hier wegen dem Bier. Prost, Gemeinde. Darf ich das eigentlich sagen, Prost, Gemeinde? Ich bin ja kein Pfarrer. Vom Geschäftszimmer auf die gute Couch. Ist das Popsofa? Die Casting-Couch. Die Casting-Couch. Komm, Tobi, du kannst dich jetzt mal schon ausziehen hier, ne, so wie die Bäuerin bei dir in den Witzen. Dann kannst du mal auf die Casting-Couch schauen, den jungen Mann. Mal gucken, wo der Frosch die Locken hat. Ne? Ich erzähle dir noch einen Witz. Was? Ich war jetzt neulich... Also... Ich erzähle dir jetzt noch einen Witz. Der... Das ist natürlich.
Du hast doch gar keine Ahnung. Ich auch nicht. Hier spricht der Bierkapitän. Darf ich bitte mal die Bierbäuche sehen, wohin es geht? Wir müssen mal anfangen. Ich wollte dich mal singen lassen. Ich bin textsicher. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Ich glaube, Lars, du singst eine das. Nacht. Das hört sich ganz schön scheiße bei mir an. Wolltest du bloß den Abend vertreiben? Scheiß doch die Wand an, wir schaffen es nicht. Jo, wir schaffen das! Bühne frei für die Unschuldsengel. Unschuldsengel, die erste, die zweite, die siebte, die 17. Und wer bist du? Servus, ich bin der Matthias und ich möchte gar nicht so viele Worte über mich verlieren. Denn ich grüße lieber unsere Freunde, den Bidi, der zurzeit pausiert, und den Rü mit U. Oh nee, echt jetzt! Stimmungssängerin, Stimmungssänger, so dass die Stimmung... Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir! Oh, hat jetzt weiterhin die Süße!